der städtische Rat, das Herz der Stadt, le conseil municipal, le cœur de la ville. Der städtische Rat ist in Europa ein Modell kollektiver Regierung und Verwaltung vom ausgehenden 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Doch wurde das Modell natürlich seit seinem Bestehen in höchst unterschiedlicher Weise ausgefüllt und änderte seine Bedeutung durch die wechselnde Einbindung der Städte in übergreifende herrschaftliche und staatliche Strukturen. Den größten Grad an Selbstständigkeit und Aufgabenfülle besaß der Stadtrat im Spätmittelalter in den Reichsstädten, deren Stadtherr der König oder Kaiser war, den freien Städten, die sich weitgehend von der Stadtherrschaft des Bischofs emanzipiert hatten, und in einigen großen landesfürstlichen Städten im Norden Deutschlands. In der frühen Neuzeit wurden die Territorialstädte in den absolutistischen Fürstenstaat eingegliedert, so gut wie alle Städte dann, sodann im 19. Jahrhundert in den Nationalstaat, der die begrenzte kommunale Selbstverwaltung regelte, wie es gegenwärtig in Deutschland durch die Verfassung des Grundgesetzes der Fall ist. Eine handlungsfähige, vielfach durch eine Schwureinung, lateinisch conjuratio, gebildete Bürgergemeinde entstand zunächst in oberitalienischen Bischofsstädten. Der Ballhausschwur des dritten Standes der französischen Generalstände von 1789 ist ein spätes Beispiel einer solchen Schwureinung mit dem Ziel, eine grundlegende Veränderung der Verfassungsverhältnisse herbeizuführen und dabei einander gegen Angriffe beizustehen. Bürger der italienischen Städte strebten seit dem ausgehenden 11. Jahrhundert nach Freiheit von willkürlicher Herrengewalt, etablierten eine Selbstregierung durch Konsul und drängten den bischöflichen Stadtherrn und seine Amtsträger an den Rand. Diese Konsuln wurden aus drei verschiedenen ständischen Gruppierungen der Stadt gewählt und amtierten nur kurz ein halbes oder ganzes Jahr. In Wahl und kurzer Amtszeit der Konsul äußerte sich ein grundsätzliches Misstrauen der Bürgergemeinde gegen eine sich verselbstständigende Machtausübung ihrer eigenen Regenten, gegen die Herrschsucht, die Libido Dominandi, wie es der Bischof Otto von Freising, Onkel Kaiser Friedrich Barbarossas, Mitte des 12. Jahrhunderts ausdrückte. Diese Konsuln hatten den Frieden in der Stadt zu gewährleisten und in diesem Zusammenhang gerichtliche und exekutive Aufgaben zu erfüllen. Die Kommunebewegung, wie sie genannt wird, mit der Regierung durch Konsuln, verbreitete sich teilweise gegen gewaltsame Widerstände der Stadtherren über Oberitalien, weiter in Frankreich, auf der Iberischen Halbinsel, in den Städtelandschaften von Flandern, Brabant und Holland, in England und im römisch-deutschen Reich, von dem im Folgenden die Rede sein wird. Der Grundgedanke war einfach. Die zur Gemeinde zusammengeschlossenen Bürger beauftragten einen Ausschuss aus ihren Reihen, eben einen Rat mit ihrer Leitung. Daneben gab es die Versammlung der Bürger, die vom Rat gelegentlich zu Angelegenheiten der Stadt befragt wurde. Der Zusammenschluss der Bürger sowie die Stadt insgesamt erlangten anerkannte Handlungsfähigkeit, wurden zur abstrakten Rechtspersönlichkeit, zur Corporation lateinisch Universitas, die im Siegel der Stadt ihren bildhaften Ausdruck fand. Vorab sind folgende grundlegende Sachverhalte zu beachten, welche die Gestalt, die politisch-rechtlichen Befugnisse sowie den Aufgaben- und Wirkungskreis des Rats bestimmen. Erstens, die absolute Mehrheit, etwa 95% der mittelalterlichen Städte, waren Klein- und Kleinststädte bis zu geschätzten etwa 2000 Einwohnern. Mit ihrer Größe und einem ausgeprägten oder vorherrschenden agrarwirtschaftlichen Einschlag glichen sie vielfach Dörfern. Auf der anderen Seite stand eine kleine Anzahl von Städten mittleren Zuschnitts und von Großstädten nach mittelalterlichem Maßstab, die 15.000, 20.000 bis nahe 30.000 Einwohner erreichten. Köln als die mit Abstand größte Stadt kam auf 40.000 Einwohner. Zweitens,
Neben den bloßen Einwohnern gab es in der Stadt Bürger, das heißt männliche Bewohner, die durch den Erwerb, den Kauf des Bürgerrechts politische Partizipationsrechte erhielten und in den Rat gewählt werden konnten. Drittens, die Städte erlangten abhängig von ihrer Größe, der räumlich-politischen Nähe zum Stadtherrn und von ihrem speziellen Typus als Territorialstädte, freie Städte und Reichsstädte einen unterschiedlichen Grad an Autonomie, das heißt an Gesetzgebungsrecht und Gerichtsbarkeit sowie an administrativer Selbstregion. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts wurden Territorialstädte verschiedentlich unter Einsatz militärischer Gewalt wieder enger in die fürstliche Territorialherrschaft zurückgebunden und fungierten als herrschaftliche Amtsstädte mit beschränkten Befugnissen und Handlungsfällen des Rats, der in diesen Fällen nur noch weisungsgebundener Beauftragter des Stadtherrn wurde. Viertens, der regierende Rat, welcher der kleinere oder engere Rat genannt wurde, stand in einem institutionellen und politischen Spannungsfeld zwischen den Stadtherren auf der einen Seite und der Bürgergemeinde auf der anderen. Die Gemeinde, die in vielfältigen Formen den Rat wählte, wurde ihrerseits durch einen gewählten großen Rat repräsentiert, doch konnte sie auch unmittelbar als Versammlung der Bürgerschaft oder speziell als Gemeinde der politischen Zünfte hinsichtlich bestimmter Fragen zusammentreten. Politische Zünfte waren Korporationen, die auf der Grundlage der vorhandenen gewerblichen Zünfte gebildet wurden. Sie wählten aus ihrer Mitte ihre Vertreter in den kleinen und in den großen Rat. Insbesondere der große Rat besaß Mitwirkungsrechte in den für die Stadt existenziellen Fragen von Krieg und Frieden, dem Abschluss von Bündnissen, ferner hinsichtlich der Ausgaben von einer bestimmten Höhe an und der Kreditfinanzierung und Schuldenaufnahme. Er hatte jedoch kein Initiativrecht und nahm die Mitwirkungsrechte in gemeinsamer Sitzung mit dem kleinen Rat wahr, der ihn einberief. Ferner wurde er gelegentlich für den Erlass bestimmter Gesetze beigezogen. Der Stadtherr wiederum gewährte der Stadt unentbehrliche wirtschaftliche und rechtliche Privilegien wie Marktrecht, Münzprägung, Zoll, Mauerbau und Steuererhebung für städtische Zwecke, erhielt aber seinerseits Steuern von der Stadt. Er konnte aber einer weitgehend von ihm abhängigen Stadt anstelle des Rats Gesetze geben und hinsichtlich städtischer Angelegenheiten und Ratsentscheidungen mit Mandaten intervenieren. Aus der Wirksamkeit derartiger Faktoren trat trotz des Grundmodells eine außerordentliche Vielfalt von städtischen Ratsverfassungen in Erscheinung, die durch die örtlichen ökonomischen, sozialen und politischen Verhältnisse geprägt waren. Wenn im 14. Jahrhundert nach innerstädtischen Auseinandersetzungen vielfach die Form der Zunftverfassung, das heißt der politischen Gliederung der Gemeinde auf der Grundlage von handwerklichen und kommerziellen Zünften mit einer beträchtlichen Erweiterung der politischen Partizipation herrschend wurde, so gab es örtliche Varianten auch in dieser Verfassungsform. So stellte sich sofort die gewichtige Frage, ob das bisher regierende Patriziat, das heißt die alten Geschlechter, nunmehr eine Sondergruppe neben der kooperativen Zunftgliederung bildete oder in diese integriert wurde. Ferner, wie die politische Macht anhand der Anzahl der Ratssitze auf die Patrizier und die politischen Zünfte verteilt wurde. Oder das Patriziat wurde, wie es 1396 in Köln der Fall war, als privilegierter politisch-sozialer Stand aufgelöst und aus der Stadtverfassung eliminiert. In Nürnberg bestand die Herrschaft des Patriziats weiter. In Lübeck regierte auch künftig die Aristokratie von Groß- und Fernkaufleuten. Damit greifen wir aber bereits weit vor, denn zunächst mussten bürgerschaftliche Räte neben der überkommenen fürstlichen und königlichen Stadtherrschaft deren Gerichten und Beratungsgremien erst entstehen.
Ferner musste der Rat, der in eine Konkurrenz zur Stadtherrschaft trat, erst allmählich einzelne Befugnisse an sich ziehen und sie zu einem einigermaßen geschlossenen Spektrum der Regierung akkumulieren. Wann und wie der Rat entstanden ist, liegt vielfach im Dunkeln. Entstand die Bürgergemeinde in einem Akt als eine Schwurgemeinschaft, kann die Einrichtung eines Rats als zeitlich kompromittierte Folgeerscheinung angenommen werden. Spezielle Anhaltspunkte für eine allmähliche Herausbildung eines Rats seit etwa 1200 waren die Tätigkeit prominenter Bürger als Zeugen bei der Beurkundung, bei der Organisierung des Mauerbaus, der Umlage der Steuern für den Stadtherrn oder überhaupt hinsichtlich der Verhandlungen mit dem Stadtherrn. Die Bildung bürgerschaftlicher Stadträte stieß verschiedentlich als sogenannte Verschwörung, Conspiratio verurteilt, auf den Widerstand vor allem bischöflicher Stadtherren. Räte wurden von ihnen und insbesondere auch von den Stauferherrschern in wechselnder Abfolge verboten und wieder zugelassen, setzten sich aber bis 1300 in einer großen Anzahl von Städten durch und der Rat wurde zur normalen Ausstattung einer Stadt. Im Spätmittelalter bündelte der Rat größerer und weitgehend autonomer Städte administrative, gesetzgeberische und gerichtliche Befugnisse in seine Hand und war die zentrale Institution der sich selbst regierenden Kommune. Zeitgenossen stellten die Stadt in der beliebten funktionalen Analogie zum menschlichen Körper mit Gliedern und Organen dar und nannten den Rat das Herz der Stadt. Genuines Aufgabengebiet des Rats waren die Verteidigung der Stadt nach außen, die Wahrung des internen Friedens, die Schadensabwehr im innerstädtischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verkehr und Gewährleistung der öffentlichen Ordnung durch eine detaillierte Gesetzgebung sowie eine intensive Verwaltungstätigkeit unter dem zentralen Leitbegriff des Gemeinwohls, des Bonum Commune oder der Utilitas Publica, wie die lateinischen Begriffe lauten. Für die Herstellung der sogenannten guten Ordnung durch den Rat bürgerte sich im späten Mittelalter der Polizei, Begriff Polizei ein, abgeleitet vom griechischen Polis über das lateinische Politia. Über diesen Kernbereich der Ratsregierung wird noch im 18. Jahrhundert in Frankreich der Physiokrat Turgot sagen, la police, vraie fonction municipale. Der Rat legte Strafen für Totschlag sowie Bußen für Körperverletzung und Beleidigung fest und normierte den gesellschaftlichen Verkehr und das individuelle Verhalten der Bewohner. Er gebot Luxusbeschränkungen in der Kleidung und beschränkte den Aufwand bei Hochzeiten und Begräbnissen. Er ließ Baurechts-, Markt-, Handels- und Gewerbeordnung, die regelmäßige städtische Warenschau, das heißt die Prüfung der hergestellten Wirtschaftsgüter, an der neben Vertretern der Zünfte auch Ratsherren teilnahmen, diente der standardisierten Qualitätssicherung zum Schutz der städtischen Kunden und dem wirtschaftspolitischen Ziel, die Exportfähigkeit vor allem von Textilien und Metallwaren zu sichern. Der Rat statuierte ferner Bestimmungen zur Lebensmittelhygiene beim Verkauf, taxierte die Preise für lebensnotwendige Güter wie Bier, Wein, Getreide, Brot und Fleisch und war bemüht, nach Möglichkeit eine preisgünstige Versorgung der Bevölkerung mit alltäglichen Verbrauchsgütern zu sichern. Deshalb erließ der Rat auch Verbote des sogenannten Vorkaufs, das heißt des preistreibenden Zwischenhandels, bevor die Wirtschaftsgüter auf den städtischen Markt gelangten. Um auf Ernte- und Versorgungskrisen, die mit sprunghaften Teuerungen verbunden waren, einigermaßen vorbereitet zu sein, sorgte der Rat für eine Bevorratung mit Getreide und Salz,
Er legte kommunale Speicher an, beschaffte bei Knappheit Getreide aus entfernten Regionen und ließ zeitweise für die Armen über Wochen hindurch täglich eine immense Anzahl von Broten in kommunalen Öfen backen. Im Rahmen seiner obrigkeitlichen Ordnungspolitik regelte der Rat durch Verordnung das Bettelwesen und den Almosenempfang von Armen und Bedürftigen, schränkte das Betteln räumlich sowie hinsichtlich arbeitsfähiger Personen ein und vollzog in einigen vorwiegend protestantischen Städten nach 1500 im Zusammenhang mit einem Bettelverbot den weiteren Schritt zu einer kommunalen Armenfürsorge durch wöchentliche Geldzahlungen und Sachleistungen. Über Verstöße gegen die ordnungsrechtlichen Satzungen des Rats urteilten das Ratsgericht und dessen spezielle Ausschüsse. Damit trat das Ratsgericht neben das ursprünglich stadtherrliche Schöffengericht, das aber personell in die Hand der Bürgerschaft gelangt war und über Todesurteile und privatrechtliche Streitsachen hinsichtlich von Eigentum, Erbe und Familie entschied. Die Gesetzgebung des Rats gipfelte seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts in den großen Reformationen des Stadtrechts von Nürnberg, Worms und Freiburg im Breisgau, später auch Frankfurt, die in umfassender Weise das Prozess-, Privat-, Handels- und Ordnungsrecht regelten. Die Verwaltung des vom Bürgermeister geleiteten städtischen Rats war bis zum Ende des Ancien Regime im völligen Unterschied zu heute hauptsächlich eine politische und zugleich relativ preiswerte Verwaltung, da einzelne Ratsherren und Ratskommissionen die Ratsbeschlüsse selbst ausführten, sowie einzelne behördenartige Ämter selbst übernahmen. Fachbeamte in einem besoldeten Dienstverhältnis auf einer höheren Ebene waren lediglich der Stadtschreiber als Kanzleivorsteher, einige weitere Schreiber, die wichtigen Ratsämtern zugeordnet waren, und eventuell der Stadtjurist, falls man sich einen festbesoldeten leistete, später auf der unteren Ebene der Dienstämter der Armendiakon sowie einige wenige subalterne Büttel, unter denen jedoch der Gerichtsbüttel herausragt. Ratsherren organisierten das Verteidigungs- und Kriegswesen und gewaltige Baumaßnahmen wie den Mauerbau, den Kirchen, Rathaus, Speicher- und Brückenbau. Sie leisteten, wir haben es gehört, teilweise monatelange diplomatische Dienste, die sie zu Nachbarstädten, an Fürstenhöfe, den wandernden Königshof, gelegentlich sogar an die Kurie nach Rom und Avignon, sowie zu den Reichstagen und Städtetagen oder zu den Versammlungen der Städtebünde führten. Der Rat erhob städtische Vermögens-, Verbrauchs- und Verkehrssteuern, das waren Steuern, bereits im modernen Sinne von hoheitlichen Zwangsabgaben für Gemeinschaftszwecke. Ratsherren disponierten über den städtischen Haushalt und die Finanzen und legten die Rechnung. Der Rat setzte Ratsherren als Pfleger über die Kirchen und das Spital mit seinem großen Vermögen sowie über das Bettel- und Almosenwesen ein und intervenierte im Sinne eines sogenannten vorreformatorischen Kirchenregiments in kirchlich-religiöse Angelegenheiten. Hinzu kam hinsichtlich von Städten wie Nürnberg, Ulm oder Rothenburg die Herrschaft über ein mehr oder weniger ausgedehntes städtisches Territorium mit städtischen Untertanen. Die verschiedenen Makler und das Personal für das Wiegen, Messen, Zählen auf dem Markt und für den Transport bezogen von den Kunden Gebühren und halfen bei der Einziehung von städtischen Verkehrs- und Verbrauchsteuern, waren aber keine Beamten, sondern nur ein sogenanntes halboffizielles Personal. Von weitreichendem Erklärungsgehalt für die Zusammensetzung des Rats ist der für die Forschung unentbehrlich gewordene Ausdruck der Abkömmlichkeit, den der Soziologe Max Weber näher erörterte.
Es handelt sich, wie Weber schreibt, darum, dass die Stadtregierung in Zeiten einer wenig oder nicht besoldeten Amtstätigkeit der Person bedurfte, die Kraft ihres Reichtums ökonomisch in der Lage waren, die Stadt kontinuierlich nebenberuflich zu regieren, für die Stadt leitend und verwaltend ohne Entgelt oder gegen nominales oder Ehrenentgelt tätig zu sein. Für die ratsherrlichen Amtsträger war, um für die Politik leben zu können, ohne sie von ihr leben zu müssen, notwendigerweise ein spezifischer Grad von Abkömmlichkeit von den eigenen privaten Geschäften erforderlich. Daraus erklärt sich die Wahl von vornehmlich reichen Personen in den Rat. Die Macht des Rates stand auf schwachen Füßen, da ihm keine Ordnungskräfte in größerem Umfang zur Verfügung standen. Es kam in nicht wenigen Städten zum Umsturz, dabei zur Hinrichtung von Ratsherren und Verbannung von Ratsgruppen. Stadtverfassungen verhängten deshalb Versammlungs- und Zusammenrottungsverbote und verlangten von den Bürgern, dem Rat in kritischen Situationen bewaffnet beizustehen. Dieselbe Stadtverfassung, die derartigen Bestimmungen zum Schutz des Rats und seiner Handlungsfähigkeit enthielt, sah auf der anderen Seite gestufte und geeignete Maßnahmen des Widerstands der politischen Zünfte gegen eine Ratsobrigkeit vor, die einseitige ungerechte Gesetze erließ und Bürgerfreiheiten missachtete. Zu diesen Bürgerfreiheiten gehörte das Recht auf den ungehinderten Rechtsweg und den zuständigen, heute sagen wir, den gesetzlichen Richter oder auf die Inanspruchnahme der Rechtsmittel der Protestation und Appellation. Bürger und Einwohner durften durch den Rat nicht willkürlich verhaftet und willkürlich in Haft gehalten werden, wie das viel später in England im 17. Jahrhundert gesetzlich verankerte sogenannte Prinzip des Habeas Corpus lautet. Der Rat durfte in das Haus des Bürgers nur geregelt und im öffentlichen Interesse eindringen. Die Garantie des Rechtswegs und der gesetzliche Richter, der Schutz vor willkürlicher Verhaftung und der Schutz des Hauses sind auch im gegenwärtigen Grundgesetz Deutschlands verankert. Ich spreche hier jedoch von einem Höhepunkt städtischer Verfassungsgebung, dem Kölner sogenannten Verbundbrief von 1396 und seiner Ergänzung durch den Transfixbrief von 1513, der eine große Anzahl sogenannter Bürgerfreiheiten im Hinblick auf die Obrigkeit des Rats statuiert. Und zwar Rechte, die wir nach heutigen verfassungsrechtlichen Begriffen Freiheitsrechte im Sinne von Abwehrrechten gegen den Staat nennen würde. Diese Kölner Verfassungsordnung ist die erste frühkonstitutionelle Verfassung in Europa. Ich füge sofort hinzu, dass sich die Zeitgenossen immer wieder vehement gegen Tendenzen einer Oligarchisierung der Stadtregierung und Verfassung, das heißt gegen die Umwandlung demokratisierender Institutionen in eine Herrschaft der wenigen Wacken. Der fundamentale Ratseid verpflichtete die Ratsherren zur Wahrung des Gemeinwohls, zur Wahrhaftigkeit, zur unparteiischen und unbestechlichen Amtsführung und zur Gerechtigkeit gegenüber Reichen und Armen. Es war den Ratsherren ausdrücklich verboten, sich für Einzelinteressen ohne Zusammenhang mit allgemeinen Belangen der Stadt einzusetzen. Sie hatten getreulich die Ordnung und Gesetze der Stadt zu vollziehen und ihre Amtsaufgaben zu erfüllen, wie es heißt, ohne Verzug, ohne Ansehen der Person, nicht um Ehre und Gut, niemandem zu Liebe oder zu Leide, nicht aus Freundschaft, Feindschaft, Hass oder Neid, sondern ausschließlich im Interesse der ganzen Stadt.
Der Rat selbst gab sich eine rigide Disziplinarordnung und eine Geschäftsordnung, welche die Pflicht zum pünktlichen Erscheinen in der Ratssitzung und das Verbot, sich ohne Erlaubnis des sitzungsleitenden Bürgermeisters zu entfernen, das dortige friedliche und nicht zänkische Verhalten, das Verbot, anderen ins Wort zu fallen, bei der Umfrage zu wiederholen, was bereits Vorredner vorgetragen hatten. Das Votum des Ratsherrn sollte frei, nach bester Erkenntnis und wie Gott es eingab, vorgebracht werden. Ratsherren hatten unaufgefordert, die laufende Ratssitzung zu verlassen, wenn sie persönlich und im weiteren Sinne von Agenten des Rats betroffen waren. Amtseide und Ratsordnung wurden weiter gedanklich vertieft in einer speziellen gelehrten, aber auch aus der Praxis stammenden Ratsliteratur, in Ratsspiegeln und Traktaten, wie eine Ratsstadt zu regieren sei, sowie in einer rechtlich-politischen Ikonographie mit Weltgerichtsdarstellungen, Gerechtigkeits- und Gerichtsbildern, aber auch mit vorbildlichen romanhaften Gestalten tugendhaften, barmherzigen und gerechten Verhaltens. Diese Literatur benannte die Amtspflichten, stellte Amtsdelikte heraus, nannte Kriterien für die charakterliche Voraussetzung und die Eignung für das Amt, das richtige Alter und die erforderliche gesundheitliche Konstitution, richtete Anforderungen an das Erscheinungsbild und das Verhalten der Ratsherren und der Öffentlichkeit. Die Ratsliteratur erörterte die Zusammenarbeit im Rat und das Verfahren, wie man durch vernünftige, affektfreie und methodische Überlegungen zu Beschlüssen im Sinne des Gemeinwohls gelangen könne. Die Autoren fußen auf empirischen Sachverhalten in Verbindung mit der politischen Weisheit des Alten Testaments und der Kirchenväter, der antiken griechisch-römischen Staatsphilosophie und Ethik und auf gelehrtem römischem und kanonischem Recht. Aus Ratsordnung und Ratsliteratur ergibt sich ein Ensemble einer politischen Kultur, das bis heute nur teilweise erfüllt ist. Im Gegensatz dazu handelt die Satire von bestechlichen Richtern, parteiischer und schikanöser Rechtsprechung zugunsten der Reichen, ferner von inkompetenten, opportunistischen, habgierigen, bestechlichen, rachsüchtigen und aufgeblasenen Ratsherren, denen man es aber heimzahlt, wenn sie wieder aus dem Amt ausgeschieden sind. Vielen Dank.